Hallo und herzlich willkommen zurück zu Alarm für Cobra 11 oder wie auch immer zu einer weiteren Folge von Alarm für Cobra 11. Nennen wir es eher so. Und ja, es geht direkt los. Boah. Ja, krass. Hey, ich habe wieder eine Sache, die genau richtig für dich ist. Sehr gefährlich, aber auch sehr lukrativ. Na, da bin ich mal gespannt. Okay, wir haben die Route von einem Werttransporter ausgemacht. Dieser Transport überführt Beschlagnahmungen, die zum Teil mir gehören und ich gerne wieder hätte. Also ein Polizeitransporter? Ui, bestimmt mit Geleitschutz. Ja, vermutlich zwei Wagen. Ich habe ein Team, das sich um den Transport kümmert. Und du solltest dich um die Streifenwagen kümmern. Mach sie auf dich aufmerksam, attackiere sie, was auch immer, damit sie dich verfolgen. Mit etwas Glück folgen wir beide, aber einer ganz bestimmt. Das kann schon sein, aber die werden Verstärkung rufen. Ja, bestimmt, aber die Verstärkung wird wohl länger benötigen, als das Anhalten und Ausräumen des Transporters dauert. Wir wollen nicht gleich wieder alle niederballern. Warum denn so rücksichtsvoll? Ihr seid doch sonst auch nicht zimperlich. Zu viele Festnahmen und Patrouillen im Moment. Besser, wir versuchen, die Schäden gering zu halten. Na, dann wollen wir mal hoffen, dass die Bullen den Unterschied erkennen. Okay, wir werden sehen. Notfalls haben wir immer noch die Kanone als letztes Mittel. Ich schicke dir die Daten. Alles klar. Tja, und wir bauen erstmal gleich einen Unfall. Weil wir es so drauf haben. Nein, einfach nur, weil ich zu blöd war, die Kurve zu nehmen. Naja, naja, doch. Da ist er. Na, die werden sich wundern. Ist es nicht vermutlich zwei? Vermutlich. Der soll mir folgen. Der mir wahrscheinlich jetzt auch. Den letzten, den hören wir mal ganz leicht. Das waren alle. Es wird Zeit, sie vom Transporter wegzulocken. Ja, ihr Streifen. Was seid ihr denn? Mitkommen. Wir müssen uns ein bisschen beeilen. Wir haben nicht ewig Zeit, ne? Ach, ist ja so warm. Guck mal, das ist keine große Kunst, was wir hier machen sollen, oder? Aber ich fahre gerade mit einer Hand so ganz locker. Sonst habe ich meistens beide Hände am Lenkrad. Die Kollegen sollten lieber lernen, nah bei ihrem Transporter zu bleiben. Ja klar, das war ich jetzt aber nicht hier mit dem Rammen da. Okay. Das war ja easy. Neues Fahrzeug. Neues Polizeifahrzeug. Like. Das sieht geil aus. Boah, wir nehmen den Alligator und ja, fahren wir so. Offroad-Rennen sind irgendwie interessanter als normale Rennen. Zumindest meiner Meinung nach. Also jetzt bei Cobra 11. Bei Formel 1 natürlich nicht. Was für ein Wunder. Fahren hier alle Alligator? Alligator? Ja. Nee, da vorne ist ein Pickup, deswegen war der von mir auch so lahm. Ach ja, Platz da. Huch. Reicht nicht. Mein Pedal ist gerade verrutscht. Dislike. Shit. Ah, jetzt ist sie wieder fest hier. Ich hätte die eben nach vorne gezogen, warum auch immer. Sure. Ein kleiner Sprung. Ja. Hier ein bisschen lenken. Ja. Doch, eigentlich schon. Oh ja, ist doch gut. Dass das Heck immer so ausbrechen muss, so übertrieben. Bist du so gut oder fahren die anderen so schlecht? Ich hasse es, kann diese Kommentare nicht irgendwie ausstellen. Irgendwie, in irgendeiner Art und Weise. Gewissermaßen regt mich das schon auf. Ja.
Oh ne. Uiuiui. Vielleicht sollte jemand die Bremse benutzen. Ich stehe die ganze Zeit noch im Gas oder gehe vom Gas runter. Psst. Was passiert denn hier in der Kurve als bei mir? Also wir können es grün machen oder so. Das plus 28? Lol. Was war das eben für ein Fail? Oder habe ich mich verlesen? Irgendwie hat der Zweite uns ganz schön eingeholt. Deswegen fliegen wir jetzt immer so cool lang. Yay. Jetzt haben wir die Bremse benutzt hier. Mensch. Die gibt's auch noch. Und sie funktioniert. Oh. Geil. Da ist er hin, der erste Platz. Weg da, du Pickup. Weg da! Mann! Was kann man da hier? Ist doch prinzipiell viel langsamer. Nein, bitte nicht. Ich sag's dir bitte nicht. Ich hatte gedacht, dass du die Führung halten kannst. Naja. Hat er noch so einen kleinen Unfall gegeben, weiß nicht warum. Wir holen uns die Führung auf jeden Fall wieder zurück. Denn es ist ganz schön staubig hier hinten und das mag ich nicht so. Ich sehe leider nicht, wo die Kurve anfängt oder aufhört. Ja. Nun überhol den Wagen endlich. Ja, genau. Sonst ein Wunsch. Nun überhol den Wagen endlich. Mauer noch, im Flug hier. Oh, hoffentlich treffe ich die Strecke wieder. Aber klar. Das ist schon wieder Dritter. Oh nein! Oh ja, alles ist in Kontrolle. Besser wie der Mann hier vor uns. Der ist da ein bisschen weggerutscht. Die Motorhaube, das ist jetzt hochwabbelt. Ich sehe dadurch nichts. Ja, hochwabbelt. Das war das richtige Wort. Ja, nicht, aber okay. Ist wabbeln ein Wort? Gibt's das? Ich sag, wie lange so willst du denn noch dahinter bleiben? Fahr doch dran vorbei! Alter. Ja, dieser komplette Blindflug zwischendurch, wo man einfach gar nichts sieht. Alles unter Kontrolle. Alles unter Kontrolle, Leute. Alles unter Kontrolle. Ja, ja. Stark. Schade, ich dachte, fällt jetzt da drunter durch, wenn wir gerade hier springen, das ist auch was Cooles. Ja, ja. Wir fliegen da so lang. Danke. Wir dürfen wieder übernehmen. So. Wir müssen das Ding hier gewinnen. Warum stehen hier eigentlich auf so einer Matschstrecke? Deine Rivalen lassen echt auf sich warten. Nirgendwo stehen Leitplanken, nur da in dieser einen Ecke, ne? Saubere Leistung. Den ersten Platz hast du dir verdient. Mindestens dritten Platz, Hammer. Logger. Das nächste. Ich glaube, bis zum letzten Mann. Nee. Eher nicht. Weiß nicht. Wir nehmen einfach mal den hier heute. Und wir nehmen einfach so, wie er ist. Oh nein! Ich bin auch ein bisschen doof. So, okay, ja. Come on.
Hey, Semir. Ben, alles klar? Jo, alles bestens. Du, wir haben ein Duellrennen außerhalb der Liga. Wieder irgend so ein Revierding. Ich muss daran teilnehmen und will gewinnen. Sponsort der Boss höchstpersönlich. Okay, und was kann ich dabei für dich tun? Wäre gut, wenn du mit ein paar Jungs beim Rennen auftauchen würdest und versuchst, welche davon zu verhaften. Sind schon einige gute Fahrer dabei und wir hätten dann in der Liga weniger Konkurrenz. Klingt gut. Dann sehen wir uns beim Rennen. Viel Erfolg. Und woher weiß er jetzt, wo er hinkommen muss? Oh, ich hab mir echt zugehört. Vielleicht hat er gesagt, ich lasse die Folge nach oder so Scheiß. Ja. Aber ich zuhört, soll man doch keine dumme Frage stellen, oder? Och nein! Musst du gerade jetzt kommen? Hilf dir selbst, bist ein Krankenwagen. Der Sound ist nice. Kann man nichts gegen sagen. So, okay, wir sind jetzt hier in der Rennstrecke. Wisst ihr was? Wir fahren das jetzt. Ihr kennt die Regeln. Wenn alle bereit sind, geht's los. Vielleicht hätten wir lieber einen Rennwagen und nicht einen Sportwagen nehmen sollen. Wir versuchen das jetzt einmal. Ich gehe mal davon aus, dass es so kacke egal. Ist ein Nitro zum Starten und dann hält es jemand zum Abbremsen. Die benutze ich. Ah! Ja, es war doch ganz nice, dieser Hufe durch die Kurve. Ich weiß nicht, sollen wir den einsetzen? Oh ja, uns hat einer visiert. Müssen wir das hier mal leider machen. Ja, mit 270 über die Landstraße. Bus, bitte, danke. Nein! Hey Ben, mein Jagdtrupp steht bereit. Wir warten nur noch auf die Meute. Wo seid ihr denn? Wir liegen hinter dem Leuchtturm auf der Lauer und schärfen uns die Krallen. Okay, alles klar. Oh, ist geil, wenn wir selbst geradeaus durchfahren. Hier links und rechts. Oh, jei. Komm, wir schaffen das. Dies ist ein illegales Rennen. Drosseln Sie Ihre Geschwindigkeit und fahren Sie rechts ran. Ja, nicht. Friss mein Öl. Leute, aufpassen. Die Ordnungsmacht lässt die Muskeln spielen. Es sieht so aus, als ob Sie es nur auf die ersten Ränge abgesehen hätten. Jo. Ziemlich clever, die in Führung liegenden zu eliminieren. Aber gelingen wird denen das nicht. Ja, ich schaff's auch nicht. Hahaha. Der nächste Checkpoint müsste ein Knockout sein, oder? Bitte! Der Polizist! Das wäre gar nichts gebracht, weil wir auf einer Grat waren. Ja, ich glaube, haben wir gut genommen, oder? Hi, Polizeiauto! Bitte wenden Sie! Hochbeschleuniger nie schaden. Ja, ich bin erster, sehe ich auch so. Okay, jetzt muss das. Ja, geil. Abschütteln, wenn ich ein bisschen Öl in die Korbe haue. Huch. Da war's ein Problem. Jetzt kann er drauf kommen. Diese fahren ja eigentlich so schnell, die sind alle total weit weg. Da kommt gerade mal der Erste, oder was? Läuft bei ihm.
Weiß man aber, wenn die schon so weit hinten sind. Ach nee, wie soll ich das jetzt nicht so verbraucht? Boah. Geradeaus. Einer ist hin. Rechts. Eieiei. Ganz low. Der nächste verdammte Wegpunkt weg, ey. Schon wieder einer, der den Druck nicht standgehalten hat. Was für ein Wunder. Tschüss. Du kannst jetzt mal gerade rausfahren, ja, schon auf die Autobahn. Also du fährst auch auf die Autobahn, aber ziemlich schlecht. Na, das nenne ich Timing. Das Rennen endet hier gleich. Nice. Ist, wenn ich aufpasst, ne? Was? Ja. Alles cool. Ja, aber sowas cool ist hier. Mensch, unser Auto ist ja wieder ganz. Wie geht das denn jetzt? Nein! Jetzt bin ich gerade nicht schnell gewesen. Schon wieder einer, der den Druck nicht standgehalten hat. So. Immer die gleichen Gesichter, die hier zeigen, wie gut sie fahren können. Danke. Tja, unter den Umständen bin ich wohl wirklich gut. Ich möchte zu gern wissen, wer den Uniformen das Rennen gesteckt hat. Wenn ich rausbekomme, wer das war, brennt mächtig die Luft. Butterfahrt inklusive Tauchgang, sage ich nur. Tja, ich würde sagen, das war's mit dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine kleine Bewertung da und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.